Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Violett. Heute machen wir noch mit der Schule weiter. Wo muss ich denn eigentlich hin? Ich würde mal sagen, hier nach oben. So geht's ja doppelt so schnell. Und hier lang. Das geht doch schnell. Und dann danach geht's zum nächsten Arena-Leiter. Raumakademie. Ja, jetzt wird definitiv genervt, ne? Sag mal, hier vielleicht irgendwelche Nebenmissionen? Hier gibt es einiges zu tun. So, ich möchte jetzt gerne an Geschichtsunterricht teilnehmen. Du möchtest also den Geschichtskurs bei Signora Moria besuchen? Jep. Der Kurs fängt gleich an. Nichts wie hin. Okay. Das ist doch die Hisui-Region. Oh, ich sehe, wir haben ein paar neue Gesichter in der Klasse. Mein Name ist Moria. Ich werde eure leeren Köpfe mit geschichtlichem Wissen füllen. Geschichte ist eine großartige Sache. Jeder Aspekt unseres heutigen Lebens wurde durch das Handeln unserer Vorfahren geprägt. Heute habt ihr das Vergnügen, etwas über eines der größten Rätsel dieser Region zu lernen. Wie ihr sicher alle wisst, befindet sich genau im Zentrum Paldeas ein gigantischer Krater, auch bekannt als Schlund von Paldea. Das Innere dieses Kraters wird auch Zone 0 genannt. Anhand der Zusammensetzung und geologischen Schichten konnten Forscher ermitteln, dass der Schlund über 1 Million Jahre alt ist. Man glaubte lange Zeit, dass auf dem Grund dieses rätselhaften Kraters seit Urzeiten ein bestimmtes Etwas liege. Ah, du hast Pech, mir gerade in die Augen zu schauen, Soul Hunter. Deshalb geht diese Frage jetzt an dich. Was soll angeblich auf den Grund von Zone 0 im Schlund von Paldea liegen? Ein Pokémon-Zelle, ein Relaxo. Ein Schatz? Sieh einer an, das ist richtig. Da war wohl jemand clever genug, sich gründlich für den Unterricht vorzubereiten. Es wird vermutet, dass sich auf dem Grund des Schlunds ein Schatz befindet, der wertvoller ist als alles andere auf dieser Welt. Inzwischen wurde dort jedoch ein Labor errichtet. Das mag für einige den Reiz einer Schatzsuche zunichte machen. Oh, und damit das klar ist, das Betreten des Schlunds von Paldea und von Zone 0 ist für Unbefugte strengstens verboten. Also an alle, die meinen, jetzt Schatzsucher spielen zu müssen, denk nicht mal daran, auch nur einen Fuß in dieses Gebiet zu setzen. Wenn das möglich wäre, hätte ich es schließlich schon selbst lang erkundet. Na nun, entweder habe ich zu viel geredet oder meine Uhr geht zu schnell. Oder beides. Das wäre alles für heute. Nächste Stunde werden wir noch mehr historische Mysterien enträtseln. Okay. Guten Morgen, Sohanda. Welchen Kurs möchtest du heute besuchen? Hauswirtschaft. Du möchtest also den Hauswirtschaftskurs bei Senor Saguaro besuchen. Ja, bitte. Der Kurs fängt gleich an. Nichts wie hin. Wir machen heute von jedem nochmal den Kurs 2, damit wir dann nach irgendwann dann nochmal Kurs 3 machen können. Also ich möchte jetzt, obwohl wir jetzt gerade Hauswirtschaft und Geschichte machen, das gleich nochmal machen, damit wir bei jedem genau auf denselben Stand sind. Ihr seid ja eine ganz schön aufgedrehte Truppe.
Mein Name ist Saguaro. In diesem Kurs geht es um das Wissen und die Fertigkeiten, die man im Alltag braucht. Viele von euch sind von zu Hause ausgezogen und leben in einem eigenen Zimmer hier an der Akademie. Daher hoffe ich, dass ich euch durch mein Wissen dabei helfen kann, euren Alltag in den Bereichen Kleidung, Essen und Unterkunft zu verbessern. Okay. Der Bestandteil eures Alltages, der euch am meisten interessiert, ist vermutlich das Essen. Nein. Energy-Drink. Tasty. Ich meine, durch das Essen von Sandwiches beim Picknicken erhält man Esskräfte, also Speisekräfte, die verschiedene Effekte mit sich bringen können. Solche Esskräfte bewirken zum Beispiel, dass sich wilde Pokémon leichter fangen lassen oder dass eure Pokémon mehr Erfahrungspunkte erhalten. Außerdem werden durch das Essen von Sandwiches die KP eurer Pokémon wieder aufgefüllt. Eure selbstgemachten Sandwiches haben umso mehr Effekte, je schmackhafter sie sind. Beim Kochen gibt es ein bestimmtes Etwas, das besonders wichtig ist, um noch nützlichere Esskräfte zu erhalten. Richtig lesen und ordentlich. Schauen wir nochmal, was Soul Hunter dazu zu sagen hat. Was ist bei der Zubereitung Ausschlag geben, wenn man hilfreichere Esskräfte erhalten will? Liebe, Zutaten und Würzmittel? Viel Liebe? Das ist ja mal eine interessante Antwort. Hat ja etwas anderes erwartet, aber eigentlich ist die Antwort gar nicht mal so verkehrt. Man kann schon behaupten, dass es die Zutaten, also der Belag und die Würzmittel sind, die in hilfreichen Esskräften resultieren. Mit vielen süßen Zutaten hält man zum Beispiel die Eikraft leichter. Verwendet man dabei viel bittere Zutaten, bekommt man leichter die Fundkraft. Wenn man weiß, welchen Effekt man erzielen möchte, macht die Zubereitung von Sandwiches gleich noch mehr Spaß. Und wer gerade nicht selbst kochen möchte, kann auch durch die Gerichte in Restaurants in den Genuss der entsprechenden Esskräfte kommen. Wenn ihr euch neues Wissen aneignet und so tiefere Einblicke in die Hauswirtschaftslehre erlangt, könnte ich zufriedener nicht sein. Damit wäre der Unterricht beendet. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet... Er hat mich abgelehnt. Komm, dann gehen wir erst nochmal zum Direktor, mal gucken, was der zu sagen hat. Sanitätsraum. Gehen wir erstmal zum Büro des Direktors. Nanu, wenn das nicht Soul Hunter ist, wie läuft die Schatzsuche? Hast du Spaß? Yep. Gut, das freut mich zu hören. Bei der Schatzsuche gibt es keinerlei Verpflichtungen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Da fällt mir ein, es gibt da etwas, was mich in letzter Zeit beschäftigt. Ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Mir ist ein Begriff zu Ohren gekommen, den ich nicht verstehe. Vermutlich ist es Jugendsprache. Könntest du mir vielleicht erklären, was cringe bedeutet? Boah, ist voll peinlich, du. Voll cringe. Es bedeutet uncool oder peinlich. Oh, verstehe, dieses Wort hört und verwendet man also meist in unangenehmeren Situationen. Jugendsprache ist gar nicht so einfach, aber wenn ich sie hier und da verstehe, fühle ich mich den Schülern immerhin ein bisschen näher. Vielen Dank für deine Erklärung des Wortes. Du bist ein wenig mit Direktor Clavel warm geworden. I don't have daddy issues. Oh, ich spiele, aber nein. Nein. No. Einfach nein.
Folge FSK 18. Boah, hab ich gut geschlafen. Hier riecht alles nach Medizin. Wenn es mal nicht so toll läuft, komme ich her, um mich zu entspannen. Signora Mimi lässt mich auch in Ruhe und stellt keine blöden Fragen. Sie ist so nett. Du kannst verletzte Pokémon hier im Sanitätsraum wieder aufpäppeln lassen. Oh. Ich verstehe. Schaut man einem Pokémon tief in die Augen, kann man erahnen, was es gerade denkt. Komm mal, Pokémon. Warum darf ich mein Pokémon nicht aufrufen? Hm? Nur hereinspaziert. Ich heiße Mimi. Und das hier ist der Sanitätsraum. Was führt dich heute her? Dir und deinem Pokémon scheint es doch prima zu gehen. Momentchen. Dich sehe ich hier aber zum allerersten Mal, oder? Yep. Ah, verstehe. Du hast also gerade erst hier angefangen. Ah, richtig, Soul Hunter, stimmt's? Ich habe schon jede Menge von dir gehört. Du sollst auf dem Weg zur Akademie von einem Klippe gestürzt sein und dich sogar mit Team Star angelegt haben. Ach ja, und du hast sicher schon mit deiner Schatzsuche angefangen, oder? Ich hätte eine Bitte. Solltest du da draußen über irgendetwas Cooles stolpern, dann komm doch vorbei und erzähl mir davon. Hier langweile ich mich meistens nur. Unterricht gebe ich keinen. Und die Schüler tauchen vor allem auf, um Schulstunden zu schwänzen. Naja, ich würde mich jedenfalls riesig freuen. Abgemacht? Okay. Du bist ein wenig mit Signora Mimi warm geworden. Okay. Wenn ich was habe, komme ich wieder. Lehrerzimmer. Okay. Ja, Kundenhäuser, die Schule. So einzigartig. Okay, können wir ja alles schon. Bist du nicht? Genau, so 196 aus der 1a, richtig? Ich muss jetzt mal etwas über deine Mitarbeit und Beiträge in meinem Unterricht loswerden. Du bist schon ein ausgesprochen interessanter Schüler. Verrate mir doch bitte mal, ob du eine Vorliebe für Altes hast oder dich für neue Dinge begeistern kannst. Ich mag eher neuen Kram, aber alte Dinge finde ich auch super. Warum nicht beides? Und das sagst du deiner Geschichtslehrerin einfach so ins Gesicht? Du bist mir vielleicht eine Nummer. Ja, bestimmt wird er sich noch als äußerst nützlich erweisen. Was? Ach, das sollte nichts bedeuten. Ich habe nur laut nachgedacht. Unsere heutige Begegnung hat sich mehr als gelohnt. Dafür danke ich dir. Du bist ein wenig mit Signora Moreya warm geworden. So, und dann warst du noch da auf dem Icon zu sehen. Oh, hallo Soul Hunter. Hast du eine Frage zu meinem Unterricht? Ja, habe ich. Sag bloß, du konntest meinen Unterricht nicht richtig folgen. Vielleicht hilft dir ja diese Frage auf die Sprünge. Blue-Pokémon haben eine Schwäche gegenüber Typ Stein. Was passiert also mit dem Schein einer Gesteinsattacke, die ein Flug-Pokémon trifft? Er wird verdoppelt. Ganz genau, der Schaden wird verdoppelt. Signora Quandella, Signora Quandella. Da ist aber jemand energiegeladen. Doch du musst warten, bis du an der Reihe bist. Ich kann mich schließlich nicht zweiteilen. Oder doch? Stimmt es, dass sie mal eine Arenaleiterin waren, Signora Quandella? Oh, und wieder stimmt. Ich bin nämlich eine ziemlich starke Trainerin, weißt du? Wow, und warum haben sie aufgehört? Ich glaube, das verrate ich nur braven Schülern, die warten, bis sie an der Reihe sind. Ja, dann warte ich. Das kann ich nämlich. Äh,
Entschuldige die Unterbrechung, Soul Hunter. Wenn du Fragen hast, kannst du jederzeit zu mir kommen, ja? Du bist ein wenig mit Signora Quindella warm geworden. Okay, dann gehen wir doch zum nächsten Unterricht. Eingangssalo. Jedes Mal wieder spannend, dass OBS aufschlägt, wenn ich was trinke. Okay, dann Biologiekurs 2. Du möchtest also den Biologiekurs besuchen, Yui. Der Kurs fängt gleich an, nichts wie hin. Wie geht's, wie steht's? Lasst uns auch heute wieder etwas Neues lernen. In unserer letzten Stunde habe ich euch erklärt, wie ihr eure Pokémon der ZR-Tasse aus ihrem Pokéball lassen könnt. Wie sieht's aus? Konntet ihr all das Gelernte schon ausprobieren? Bei einem gemeinsamen Spaziergang kommt der individuelle Charakter eines Pokémon erst so richtig zum Vorschein, süß, nicht wahr? Wenn ihr jedoch Zeit mit eurem ganzen Team verbringen wollt, empfehle ich dafür ein Picknick. Gemeinsam den Tisch decken, Sandwiches essen und zusammen spielen. Picknicks sind ein Heidenspaß. Wie man gutes Essen zubereitet, kann euch mit Sicherheit Senior Saguaro zeigen. Wenn man ein Picknick macht, findet man außerdem ab und zu etwas in dem Korb, der neben dem Tisch steht. Und zwar etwas echt Wichtiges. Etwas Wichtiges stand da natürlich. Ich gebe euch einen Hinweis. Pokémon werden daraus geboren, ne? Weiß jemand, was es ist? Ein Pokéball. Natürlich, da kommt die Pokémon noch immer raus. Nein, ein Ei. Sehr schön, damit liegt ihr alle richtig. Ich spreche natürlich von einem Pokémon-Ei. Es ist nicht genau bekannt, wo die Eier so plötzlich herkommen. Naja, ein männliches Pokémon und ein weibliches Pokémon machen Knickedy-Knack-Knack und irgendwann. Wir sind doch Biologielehrer, sie müssen es doch eigentlich wissen, oder nicht? Nein? Okay. Wahrscheinlich werden sie von den Pokémon, die beim Picknick dabei sind, ganz unbemerkt in den Korb gelegt. Naja. Ich glaube, man muss ab und zu mal die Körbe wechseln. Sobald ihr ein Ei habt, müsst ihr nur damit herumlaufen, um es zu wärmen. Nach einer Weile schlüpft dann ein Pokémon daraus. Leider werden Eier im Box nicht aufgewärmt, also nehmt sie zum Ausbrüten in euer Team auf. Oh, eine Sache noch. Eine ziemlich wichtige Sache sogar. Pokémon vertrauen uns ihre Eier an, weil sie sich auf uns verlassen. Es liegt also an euch, die Fürsorge für sie zu übernehmen. Ich erwarte daher, dass ihr euch diese Aufgabe verantwortungsbewusst stellt. Ah, da unterbricht die Klinge meinen Unterricht, gerade bei so einem wichtigen Thema. Gut, ich freue mich auf unsere nächste Stunde. So, ich bin ein Lärmfieber, jetzt geht's los mit Mathematik. Du möchtest also den Mathematikkurs bei Signora Quindella besuchen? Oui. Der Kurs fängt gleich an, nichts wie hin. Wie schön, euch wieder in alter Frische begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, dass wir auch heute beim Lernen viel Spaß haben werden. Und damit geht der Unterricht auch direkt los. Frage, geht ihr ebenfalls gerne shoppen? Es geht doch nichts über den Erwerb leckerer Backwaren oder die Anprobe feiner Kleidung. Selbst ein Schaufensterbummel ist schon aufregend. Und weil ich selbst so gerne shoppen gehe, möchte ich euch in dieser Stunde die Mathematik mit Hilfe von Shoppingbeispielen näher bringen. Ich gehe davon aus, dass ihr alle schon mal einen Pokémon-Supermarkt besucht habt. Dort lässt sich ein wahres Sammelsorium an nützlichen Items für Pokémon finden. Zum Beispiel der Pokéball, der für 200 Poké-Dollar pro Stück zu haben ist.
So, und damit beginnt der Denksport, meine Lieben. Mal angenommen, euch stünden 2000 Poké-Dollar zur Verfügung und ihr würdet damit so viele Poké-Bälle kaufen, wie ihr könnt. Wie viele Bälle würdet ihr bekommen? Fangfrage. Man kriegt nach 10 Stück ein Premierball. Also 11 Stück. Bingo, völlig richtig. Wirklich gut gemacht, Soul Hunter. Mit 2000 Poké-Dollar lassen sich 10 Poké-Bälle für jeweils 200 Dollar für Poké-Dollar erstehen. Doch das ist noch nicht alles. Beim Kauf von mindestens 10 Pokébällen, eine Art, erhält man als Bonus zusätzlich einen Premierball. Dieser ist an seiner weißen Farbe erkennbar. Heute gibt es mal wieder totale Live-Verlesungen. On point. Only the Jello from the Egg. Okay, ich höre schon auf. Die einzig richtige Antwort ist also 11 Stück. So ein kleiner Bonus macht das Einkaufserlebnis doch gleich doppelt so schön, nicht wahr? Wo ist das etwa, die Schulglocke? Schade, unsere Zeit scheint schon wieder um zu sein. Ich freue mich bereits auf unsere nächste Stunde. Guten Abend, ja, Geschichte. Du möchtest also den Geschichtskurs bei Signor Moria besuchen? Yep. Mal gucken, was jetzt erzählt wird. Ob wir wieder ein Bild von der Hisu-Region sehen? Ah, ist immer das gleiche, okay. Kann ich jetzt mal davon ausgehen. Hallo, heute seid ihr einen Tag älter als gestern, aber mal sehen, ob ihr auch schlauer seid. Wir werden uns auch heute wieder mit dem faszinierenden Rätsel der Geschichte befassen. Vor etwa 2000 Jahren kam diese Region unter die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums. Es heißt, der Kaiser von Paldea sei ein rigoroser Diktator gewesen. Zudem glaubt er wohl fest an die Legende vom Schatz auf dem Grund von Zone 0. Die Menschheit war damals natürlich noch nicht so fortgeschritten wie heute. Ob Legenden, Zauberei oder Wesen jenseits unserer Vorstellung zu mögen, die Leute neigten dazu, an alles Mögliche zu glauben. Um sich gegen angrenzende Länder behaupten zu können, schickte der Kaiser eine Vielzahl von Leuten auf die Suche nach dem Schatz von Zone 0. Du scheinst wieder drein. Als wolltest du mir eine Frage beantworten, Soul Hunter. Wie lange ist es her, dass diese Region unter die Herrschaft des Paldeanischen Imperiums kam? Über 2000 Jahre. Richtig, du bist wohl ein ganz schlauer, zumindest passt du im Unterricht gut auf. Vor etwa 2000 Jahren brach eine bedeutende Ära an. Das große Entdeckungszeitalter. Doch keiner der Abenteurer, die vom Kaiser ausgesandt wurden, hat den tiefsten Punkt von Zone 0 je erreicht. War die harte Reise zu viel für sie, oder sind sie einer unbekannten Kreatur zum Opfer gefallen? So viel ist sicher, die immensen Schwierigkeiten dieser Entdecker haben definitiv zu den Mysterien rund um den großen Sturm beigetragen. Was würde ich nicht dafür geben, Zone 0 in ihrem damals noch unberührten Zustand zu erkunden? Meine einzige Hoffnung ist wohl, dass möglichst bald eine Zeitmaschine erfunden wird. Nun, entweder habe ich zu viel geredet oder meine Uhr geht zu schnell oder jemand hat wirklich eine Zeitmaschine gebaut. Naja, das wäre alles für heute. Nächste Stunde werden wir noch mehr historische Mysterien enträtseln. Aber wenn jede Unterrichtsstunde nur 3 Minuten geht, oh, das wäre ein Traum. Guten Abend, Soul Hunter. Welchen Kurs möchtest du besuchen? Kampfkurs. Oui. Wenn ja immer der gleiche Text kommt, würde ich mal sagen, skippen wir den einfach immer. Wichtig ist ja der Unterricht. Ein neuer Tag, ein neuer Kampf. Ach und willkommen zu meinem Kampfkurs. Na, was haltet ihr von der Schatzsuche? Aufregend, nicht wahr? Ich sehe förmlich vor mir, wie ihr von Arena zu Arena flitzt und gemeinsam mit eurem Partner Pokémon euer großes Abenteuer bestreitet.
Auf eurer Reisen werden euch bestimmt große leuchtende Kristalle ins Auge fallen. Die bestehen aus Terra-Kristallenergie, die bis an die Oberfläche gedrungen ist. Untersucht ihr diese Kristalle, könnt ihr zusammen mit drei Freunden oder anderen Trainern gegen einen Terra-Kristall-Pokémon kämpfen. Die Kämpfe nennt man Terra-Raids. Doch seid gewarnt, bei Terra-Kristall-Pokémon handelt es sich um äußerst starke Kontrahenten. Manchmal verhalten sie sich anders als gewöhnliche Pokémon, deshalb dürft ihr nicht eine Sekunde lang unachtsam sein. Glücklicherweise steht drin an Terra Raids eine besondere Aktion zur Verfügung, das Anfeuern. Es gibt drei verschiedene Arten des Anfeuerns. Mit einem herzhaften Haut rein werden der Angriff und der Spezialangriff aller Pokémon auf der Mitstreiterseite gesteigert. Bleibt standhaft, erhöht dabei sowohl die Verteidigung als auch die Spezialverteidigung aller Pokémon auf der Mitstreiterseite. Und die dritte Variante, mal sehen, wer von euch die Antwort schon kennt. Was ruft man, um die KP sämtlicher Pokémon auf der Mitstreiterseite aufzufüllen? Ab ins Bett, das wird nix, auf die Beine. Oh, oh, hier. Auf die Beine. Das ist die richtige Antwort. Vielleicht solltest du ab jetzt meinen Unterricht leiten, Neuzugang gerne. Mit einem Aufmunterten auf die Beine füllt ihr nicht nur die KP eurer Pokémon wieder auf, sondern halt auch ihre Statusveränderungen. Innerhalb eines Terra Raids könnt ihr die Anfeuern-Funktion bis zu dreimal verwenden. Allerdings solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr das tut, denn durch den Einsatz von Anfeuern kommt euer Pokémon eine Runde lang nicht zum Zug. Ich fasse noch einmal zusammen. Wenn ihr in einem Terra Raid auf Kanit beißt, versucht es mit der Anfeuern-Funktion. Wer weiß, welche Möglichkeiten sich auftun, wenn ihr eure Mitstreitern unter die Arme greift. Eigentlich wollte ich euch das Ganze noch in der Praxis demonstrieren, aber unsere Zeit ist wohl um. Also dann, der Unterricht ist vorbei. Seht zu, dass ihr alle fit bleibt. Wie gesagt, Unterricht 3 Minuten. Okay. Ja, Hauswirtschaft, ne? Oui, oui. Der einzige Unterricht, wo ich eine falsche Antwort gegeben habe. Aber so falsch war es ja auch nicht. Packt eure Handys weg. Wir beginnen jetzt mit dem Unterricht. In der letzten Stunde habe ich euch erklärt, welche Vorteile ein beim Picknick sorgfältig zubereitetes Essen mit sich bringen kann. Durch den Verzehr von zubereiteten Gerichten kann man Esskräfte erhalten und auch die KP aller Team-Pokémon wiederherstellen. Praktisch, oder? Doch was, wenn ihr gerade nicht in der Lage seid, etwas Leckeres zuzubereiten? Wenn ihr euch in einem Kampf befindet und euer Pokémon fix und fertig ist, dann solltet ihr Heil-Items wie Tränke einsetzen, die ihr beim Pokémon-Supermarkt oder im Akademie-Kiosk kaufen könnt. Praktisch sind diese vor allem deshalb, weil ihr sie direkt aus eurem Beute heraus einsetzen könnt. Der Nachteil? Jedes einzelne Exemplar kann nur einmal eingesetzt werden. Ein Trank stellt 20 KP wieder her, ein Supertrank 60 und ein Hypertrank 120. Je teurer das Item, desto mehr KP wird es auf. Wie viele davon ihr mit euch herumtragt, müsst ihr mit eurem Geldbeutel aushandeln. Aber wenn eines sicher ist, dann, dass eure Reise stets Überraschungen bereithalten wird. Stellt euch folgende Situation vor. Eure Pokémon sind verletzt, doch ihr habt keine Tränke und eure Zutaten für Sandwiches sind aufgebraucht. Von einem Pokémon Center fehlt weit und breit jede Spur. Soul Hunter, wonach sollte man in solch einer Situation Ausschau halten? Nach Wasser, nach einem Lehrer, nach einem Item auf dem Boden. Das ist korrekt, Soul Hunter. Du scheinst gut auf dein Abenteuer vorbereitet zu sein. Wenn ihr etwas am Boden knitzern seht, handelt es sich sehr wahrscheinlich um ein Item. Mit etwas Glück findet ihr eine Sinnebeere oder einen Trank, mit dem ihr die KP eurer Pokémon wieder auffrischen könnt. Versucht doch mal, eines eurer Pokémon durch Drücken der R-Taste loszuschicken, damit es ein Item für euch aufsammelt. Im Gegensatz zu Items aus den Laden könnt ihr Bären eurer Pokémon zu tragen geben. Sie entscheiden dann im Kampf selbstständig, wann sie die Beere fressen. Es kann spannend sein, den Zeitpunkt des Einsatzes seinen Pokémon zu überlassen. Also, merkt euch, dass ihr am Boden nach etwas Glitzerndem Ausschau halten solltet.
wenn euch andere Heilungsmethoden fehlen. Und wenn alle Stricke reißen und nicht einmal eine Bäre in Sicht ist, bleibt euch nur noch... Oh. Dann macht mir wohl die Klinge einen Strich durch die Rechnung. Damit wäre der Unterricht beendet, wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet. Okay, damit haben wir alles abgeschlossen. Wunderbar. Hier gibt es neue Sachen, okay. Dann gehen wir einmal zum Biologieraum. Wir machen heute die Akademie-Folge. Kramurz sind nachtaktiv, aber es sollen sich wohl auch tagsüber welche im Biologieraum aufhalten. Vielleicht verstecken sie sich am Tag ja irgendwo hier im Raum. Nein, ich will noch nicht gehen. Dieses Nebulak ist recht scheu, was sich auch in seinem niedrigen Angriffswert widerspiegelt, aber es ist wirklich beeindruckend schnell. Ah, wie geht's, wie steht's? Und Soul Hunter? Hast du dich schon ein wenig an den Alltag in der Akademie gewöhnt? Ja. Das klingt doch super, freut mich, dass du hier so viel Spaß hast. Ach übrigens, verwendest du eigentlich auch die Pokédex-App? Denn, naja, weißt du, sie wurde von mir entwickelt. Immer wenn jemand ein Pokémon fängt, werden die Informationen an mich übermittelt und meine Forschung nimmt langsam Form an. Also schnapp dir alle neuen Pokémon, denen du begegnest. Und vervollständige so deinen Pokédex, ja? Peil mir doch einfach fürs erste 30 verschiedene Arten an. Meld dich bei mir, sobald du es geschafft hast. Hab ich doch schon. Du hast bereits 30 verschiedene Pokémon-Arten in deinem Pokédex registriert? Hui, was du nicht alles gefangen hast, das ist ja ein richtiger Datenschatz, sag mal. Hoppla, entschuldige. Da ist die Begeisterung ein wenig mit mir durchgegangen. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass du noch eine große Hilfe für meine Forschung sein wirst. Dann nimm nur ein kleiner Dank für deine Mühen. Ein Angriff, der dem Ziel zumindest ein KP lässt. Also ich muss schon sagen, Soul Hunter, du bist ein kleines Fangtalent, kann das sein? Lass uns als nächstes doch mal 100 verschiedene Pokémon-Arten anpeilen. Nicht vergessen, wenn du eine dir unbekanntes Pokémon siehst, dann wirf am besten schnell einen Pokéball auf es. Trugschlag, 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 da ist es. Ich hab schon dreimal Trugschlag. Ich hab schon Trugschlag dreimal. Wann habe ich denn bitte schon? Och, wenn du. Hätte mir so einiges erspart. Tschüss, Rückenentzug. Drachenrute. Kann niemand lernen. Ausdauer kann jeder lernen. Nebenschuss, okay, Metallklaue, Sternschauer, Aeroass. Anspringen. Fußstreif, Eiszahn, Masse, Zugabe, Rückenwind, Sonderwelle. Facewurst, okay. Gut, dann haben wir mit Zugschlag hier unsere Pokémon-Fang-Attacke. So, Hauswirtschaftsraum. Ich finde sie einfach spitze. Jeder mag Sandwiches, Pokémon genauso wie Menschen. So spät wollte ich doch nichts mehr essen. Und wenn alles ruhig ist, schmeckt das Essen noch viel besser. Definitiv. Ich möchte was Kleines essen. Ich habe Hunger bekommen und wollte mir etwas zubereiten, aber vielleicht kaufe ich mir doch einfach etwas beim Akademie-Kiosk. Das kannst du natürlich auch machen. Hallo, wie wär's mit Privatunterricht? Herzlich willkommen in meinem Reich, dem Hauswirtschaftsraum.
Du bist doch Soul Hunter aus der 1A. Gerüchte von deinem Tatendrang machen an unserer schönen Akademie bereits die Runde. Von meinem Tatendrang? Ganz genau, dein fantastisches Pokémon-Team sowie dein Geschick und Kampf sind zurzeit in aller Munde. Hier ist der Rummel um deine Person gewiss lästig, aber du stehst unverkennbar im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Bitte keine Autogramme. Der Hauswirtschaftsraum ist für die Schüler der Akademie gewissermaßen eine Oase der Ruhe. Hier tauscht man sich beim Knabberzeug über die neuesten Gerüchte aus. Und da der aktuelle Klatsch und Tratsch in unserer Gerüchteküche zumeist von dir handelt, würde auch ich neugierig geworden. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich mich über weitere Besuche sehr freuen. Das klingt alles so falsch. Du weißt schon, dass ich noch minderjährig bin, oder? Zumindest mein Charakter, ne? Also, ich bin weit. Ich bin Mitte 20, also... Outing 26. Also ich habe kein Problem damit, ne? Aber wir sind minderjährig, also... Nein. Ich glaube, für 18 sehen wir jedenfalls nicht aus. Na, ob es bei Pokémon Generation 10 Dating Sachen gibt mit NPCs, wer weiß. Garados. Oh, das ist... Kann ich ja auch mein Pokémon... Warum dürfen die ihr Pokémon raushaben? Ja, ich darf mein Pokémon mit raushaben, ja. Komm, wir rennen runter. Ich mach Sport. Guck mal, ich mach Sport. Ich mach Sport. Ich mach Sport. Ich mach Sport. Boah, Nimia hat es echt drauf. Neulich hat Nimia hier auf dem Sportplatz 30 Kämpfe in Folge gewonnen. Wenn sich jemand den Chef-Rang verdient hat, dann sie. Nimia ist nicht nur Schulsprecherin, sondern auch Champ und hat erstklassige Noten. Gibt es eigentlich irgendwas, das sie nicht kann? Der gegen mich verloren. Ich konnte nicht einschlafen, also bin ich ein wenig an die frische Luft. Okay. Schau mal, wie sie schweben. Oh ja. Eine Schaufel. Morgen wird wieder ein toller Tag. Weißt du, wie ich sag's? Was glaubst du wohl selber nicht? Das sind aber ganz schön viele Trüffel, oder? Ich scheint doch nirgendwo ein geheimer Pokéball zu sein. Seid ihr müde? Wie die immer alle dort stehen. Voll so. Take me in your room. So, kann ich mit dem Typen mit dem Garados reden? Kann ich ja hoch? Boah, willst du immer, dass ich rutschen kann? Naja. Geht rutschen. Von einem Carpador. Es war echt anstrengend, meinen Carpador dazu zu bringen, sich zu Garados zu entwickeln. Definitiv. Etwas besser. Ich sag nichts. Ich sag schon nichts. Ich will nicht, dass die Folge gesperrt wird. Wie wär's mit morgen? Wann kann ich dich wiedersehen? Ich starre den Kampfplatz an und stelle mir vor, wie es ist, in einer Arena zu kämpfen, damit ich dann in echter Arena nicht so nervös bin. Okay. Ach, hier bist du. Okay. Tag, Neuzugang. Sag bloß, du bist hier, um zu trainieren. Ja.
Ich wusste doch, dass ich den Kampfgeist in deinen Augen gesehen habe. Hättest du Lust, gemeinsam eine Runde über den Sportplatz zu laufen, so könnten wir uns etwas besser kennenlernen. Dann mal los. Bitte Videosequenz, bitte Videosequenz. Du bist zusammen mit Signora Amora Tyrone um den Sportplatz gelaufen. Wow, doch so sportlich. Oh, jetzt habe ich dir aber ordentlich geschwitzt. Und du scheinst ein ganz brauchbares Paar Beine zu haben, Neuzugang. Aber so ein Training macht ganz schön hungrig, findest du nicht auch? So dank, dass du mir Gesellschaft geleistet hast, bekommst du ein selbstgemachtes Sandwich von mir. Damit kannst du deine Muskeln füttern. Signora Amora Sandwich ist staubtrocken, riecht streng und schmeckt nach gar nichts. Na, hat's dir geschmeckt? Ja, sehr lecker. Entschuldige, ich hätte gar nicht erst fragen sollen. Mit Sport kenne ich mich aus, aber wenn es um das Zubereiten von Essen geht, bin ich eine Null. Und deine ehrliche Reaktion hat mir das wieder vor Augen geführt. Also dann, man sieht sich, freut dich schon mal auf den Muskelkater. Yay, Muskelkater. 41 Minuten schon. Oder die Weibchen. Wetten mal, ist aber krass, ne? Ja. Oh, krass, ein Smile. States, aber geht ein Smile. Ja, dann gehen wir doch mal hier wieder raus, ne? Habe ich mein nächstes Ziel eigentlich schon auf der Karte gesetzt? Ich möchte merken, was ich herausgefunden habe. So kann man die Karte einfach festschrauben, ne? Ohne dass es sich die ganze Zeit dreht. Ja, hätte ich das mal vorher herausgefunden, einfach. Wenn ihr so habt, könnt ihr die Karte halt eben drehen. Und wenn ihr einmal den rechten Joy-Con reindrückt, dann ist die Karte gesperrt und zeigt so an, wie sie ist. So. Gut, haben wir genau dort. Okay, dann muss ich nur in diese Richtung. Wir lassen schon mal das Gebäude durch den östlichen Tor. Jetzt wird gelernt, nein, jetzt wird gekämpft. Missalona City, okay. Hallo schön, na, wie geht's besteht so? Ich mich hier eigentlich schon umgesehen, ich weiß es nicht. Nein, habe ich nicht. Weil da ist ein Pokéball. Eine Sanftglocke mit. Naja. Stimmt, ich habe ja nur das Westliche. Gut, das wollte ich mir dann ein anderes Mal ansehen, aber. Ich glaube, das brauchen wir nicht. Guck mal, hier gibt es Brez. Unter der Augenstange. Guter Schuss. Was war das? Das hat sich wie ein Pokémon angehört, aber so wie ein Dialga. Ich bin noch etwas von Legenden Arceus. Geschädigt. Hier muss doch mindestens ein neues Pokémon geben, ne? Du bist der Neue, oder? Yep. Mit dir möchte ich heute nicht kämpfen. Ich habe ich nicht. Dann fangen wir zumindest etwas an neue Pokémon. Level 7. Okay, dann bin ich ja froh, dass wir Trugschlag haben. Überheblichkeit. Süß.
Endlich einmal eine gute Attacke, um Pokémon zu fangen. Nur, es gibt jetzt überhaupt noch Erfahrungspunkte. Micro, das Kleinvogel-Pokémon, Typ Flug. Weibliche Micros sind deutlich empfindlicher als männliche. Beschmutzt jemand ihre Flügel, picken sie in Wutentbrand mit dem Schnabel nieder. Boah, stellt euch das mal vor, voll brutal eigentlich. Voll brutal. Shinox, Shinox, Shinox. Und wieder Druckschlag. Wunderschön, Shinox wurde gefangen. Shinox, das Flacker-Pokémon, Typ Elektro. Es erzeugt Elektrizität, indem es seine Muskeln streckt und wieder zusammenzieht. Steckt es in der Klemme, leuchtet sein Fell gleißend hell. Okay. Du bist es, dich habe ich ja schon. Von dir kriege ich doch wieder Zutaten, ne? Okay, von Pikachu nicht, aber von dir. Ich habe vorhin so viele Zutaten gekauft. Würdest du mir vielleicht ein paar abnehmen? Ein Picknick ohne Sandwiches ist kein richtiges Picknick. Probier doch mal, welche mit diesen Zutaten zuzubereiten. Aber jetzt, wo du schon einmal hier bist, möchtest du dich mit deinem Pokémon ein wenig bei meinem Picknick ausruhen? Nein. In Ordnung, komm aber vorbei, wenn du Pause brauchst, ne? Ich muss mich hier jetzt noch mal um. Aber hier sind auch noch Pokébälle. Hier ist eine Treppe. Okay. Die haben Shinox und sind auch total verloren. Warte. Er hilft ein Pokémon. Aber wie komme ich denn dann wieder hier hoch? Muss der einmal da drum tappen? Fragen übertragen lassen. Höhle. Oh, ich kann hier einfach runterlaufen, okay. Ja, ich kann ja einfach wieder zurückfliegen, so ist es ja nicht. Ein Fensterball, okay. Mal gucken, ob das sofort mal überhaupt noch da ist. Ne? Warte mal. Siehst du nur so aus, oder? Ist es scheinbar. Na, du siehst nur durch den Regen so aus, okay. Das ist ein Gierspenst, okay. Um Bola den zu erreichen, bitte zwei Leitern erklimmen. War hier nicht ein Pokémon, das gehüpft hat? Da habe ich mir das nur eingebildet. Oder sah das einfach nur so aus? Scheinbar. Aquabello. Tafel Wasser. Okay. Wie schon wieder 50 Minuten. Nö. Wie die Zeit, die rennt. Die rennt und rennt und rennt. Ne? Ich könnte schwören, dass ich am Pokémon gesehen habe, dass er ihm gesprungen ist. Mysterious. Definitiv mysterious. Kapador, Kapador, Kaka, Kapador, 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 Kaka, Kapador.
Hier geht's in eine Höhle. Abkürzung. Ist irgendwo ein Gierspitz, aber wo? Kürzlich das Gierspitz ist wirklich nicht. So, hallo. Na? Wieso hast du das hier nach oben? Lalalala. Hier ist aber keine neue Papa, ne? Ich habe schon Level 3. Oha, da werde ich direkt besiegt. Aber da bin ich da hoch. Okay, hallo. Performance. Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt geht es wieder. Ganz lang zurück. Kabador habe ich schon. Was? Bist du ein kleines Kabador? Warte mal, ist das nicht? Hier sind wir also wieder. War ja schon lange nicht mehr, ne? Okay, wie kann ich denn? Oh. Nicht mit mir hier. Hier ist eine Brücke. Mal gucken, ob wir die Brücke passieren können. Nein, können wir nicht. Ist ein Teil des Schwertes. Und da ist auch noch ein Gierschwert. Habt ihr gesehen? So, ich will jetzt aber mal sagen, ich fliege jetzt zurück zum Osttor. Und dann würde ich mal sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Violett. Bis dahin. Tüdelü.